Hallo, ich habe es mir angehört. Ich sage dir, was ich glaube, dass er spielt, aber es besteht kein Anspruch darauf, dass es tausendprozentig richtig ist. Wir hören rein und machen es parallel. Okay, erstes Element ist dieser Ton hier, S. Und zwar so. Als rhythmisches Element. Dann kommen die beiden Terzen hier, einmal die und dann die. Du könntest auch spielen, also das ist ja das Gleiche. Wenn du es so spielst, dann stellst du fest, dass es ein Es-Moll-Dreiklang ist. Also der hier. Dann geht es wieder weiter mit. Und dann kommt der nochmal. So, in dem Teil spielt er überhaupt nichts. Dann kommt der Akkord. Das ist Fis Major 7. Der hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das Fis mitspielt oder nur die. Oder die drei. Und es ist auch irgendwo das F dabei, aber es könnte auch vom Rose kommen. Das wäre also jetzt ein anderes Griffbild für den gleichen Akkord. Ich glaube, dass er das spielt, aber das wird auch funktionieren. Ganz genau weiß ich es nicht, es ist ziemlich tight und spielen ja beide gleichzeitig. Okay, weiter. Das ist besagter Es-Moll-Dreiklang. Also der kommt ein bisschen versetzt nach dem eigentlichen Schlag. 2, 3, 4. Dann der Ton und dann die drei. Das ist ein verminderter, der für diesen Akkord hier, nämlich B-Flat 7, Dominant Sept, der sich dann nach S-Moll auflöst, den vertritt der sozusagen. Also du kannst den verminderten immer auf der dritten Stufe von einem Dominant Sept nehmen und der ist stellvertretend. Funktioniert genauso, in dem Sinn, dass er auf den gleichen Zielpunkt hinarbeitet sozusagen. Also nochmal. Ja. Dann der wird per Hammer angespielt. Und dann diese Quarte hier. Also einmal. Und beim zweiten Mal zurück. Und dann kommt das Ganze nochmal. Und zwar so. Der Anfang ist wieder gleich.
Und dann nimmst du diesen S mal 7 und nimmst mit dem kleinen Finger diesen Ton, nämlich die Septime dazu. Ja, das ist quasi die Variation beim zweiten Durchgang. Okay, dann kommt das Ganze nochmal und dann kommt dieser Break. Den findest du selber raus. Dann passiert erstmal nichts Neues und beim zweiten Mal kommt eine Variante rein, und zwar und dann spielt er diesen S hier oben. Das wäre ein S mal 7. Und dann spielt er entweder oder den, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall nimmt er die Septime hier mit rein, das hört man deutlich. Und es kann auch sein, dass er hier auf den Grundton geht von der Septime, also entweder oder wahrscheinlicher, glaube ich. Also dieses Voicing anstatt dem S-Moll hier unten. Hier kommt was Neues noch rein, und zwar eine rhythmische Figur.